So, herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Lean Weekly. So, in der Ausgabe ist die Maria Kühn von Common Sense GmbH, also da im agile Umfeld, die ist Agilistin, zu Gast. Und die wird von ihrer Kollegin und Kollege gerne als Piratin bezeichnet. Außerdem ist ihr Credo, mache statt rette und nicht lang fackle und so weiter und so fort. Außerdem habe ich habe in der vorletzten Dingsbums, habe ich euch ja gesagt, dass man dort die Umfrage online habe, da will ich euch 2-3 Ergebnisse vorstellen. So, wir haben ja in der vorletzten Ausgabe habe ich euch ja aufgefordert, andere Umfrage teilzunehmen, weil wir wissen wollten, wie es euch so geht mit unseren Angeboten und der Leanbase. Und jetzt liegt ein Teil, also die erste Auswertung kann man so sagen, die liegt uns vor. Und was soll ich euch sagen? Das fragt mich arg. Also zum Beispiel haben wir die vorgestellt, das kann ich mir natürlich nicht alles merken, das muss ich ablesen, ne, in meinem Alter. Also mir habe ich gefragt, welche Anwendungen besucht ihr denn am häufigsten? Und da sticht ganz klar hervor die Lean Online Academy und Lean Download, aber zu unserer Überraschung eben auch das Lean Network. Das scheint ihr also zu nutzen, das fällt uns ja, weil wir wollen ja mit diesem Lean Network, wollen wir ja eine Alternative zu den anderen Business Portalen sein. Jetzt ist uns klar, dass wir LinkedIn und so weiter und so fort niemals einholen werden oder sonst was. Aber so ein kleines, feines Network, das ist schon so unsere Idee und das scheint ihr auszunehmen. Dann haben wir euch gefragt, wie häufig besuchst du eigentlich die Leanbase, ne, und so. Und da haben wir mehrere Antwortmöglichkeiten gehabt, also täglich, mehrmals pro Woche, einmal pro Woche oder seltener. Und was kann ich sagen? 10% und ungefähr 33% besucht täglich und mehrmals pro Woche die Leanbase, das fehlt uns. Und immerhin 25% einmal pro Woche. Was habe ich noch? Was könnte ich euch noch sagen? Dann haben wir euch die Frage gestellt, weil das ist ja immer so ein Thema, ne? Also da gibt es ja so Begriffe wie User Experience. Also da geht es scheinbar darum, ich weiß es nicht so ganz genau, wie einfach das ist für euch, sich auf der Leanbase zu orientieren. Und ihr kennt euch gar nicht vorstellen, was das immer für Diskussionen waren. Ja, und so müssen wir selber und jenes allem drum und dran. Aber es scheint so zu sein, dass ein Viertel sage, das ist sehr einfach und rund 45% sage, es ist einfach. Ja, also man muss auch sagen, 5% sage schlecht oder auch 8% sage schwierig und der Rest ist halt neutral. So, dann haben wir die Frage gestellt, wie euch das Design gefällt. Das ist jetzt so eine Sache, das ist ja immer Geschmackssache, ne? Also wir haben mal ein paar Spezialisten im Marketing gefragt gehabt, die sollen sich das mal angucken, weil wir ja selber den Eindruck hatten, dass das ein bisschen arg bunt ist, da, was wir da euch da vor die Nase setzen, aber wir sind ja bunte Fickel. Dann haben die gesagt, ja, also das muss zweifarbig sein, also so orientiert an Apple schwarz-weiß. Naja, okay. Auf jeden Fall haben wir euch gefragt, wie euch das Erscheinungsbild gefällt. Und da sage 20% sehr ansprechend und 50% sage ansprechend und 20% sage, sie sind neutral, ist Geschmackssache, sinngemäß. Ja, und der Rest sagt halt nicht ansprechend oder gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Also das verstehe ich dann. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich meine, das ist ja okay. Ne? So. Dann haben wir euch gefragt zu ein paar Anwendungen
Und ein Schwerpunkt bei uns ist ja die Lean Online Academy. Also einer der Schwerpunkte. Und das wissen wir ja auch, weil wir das ja auch über die Statistik mitkriegen, wissen wir ja, dass das eine Anwendung ist, die relativ häufig aufgerufen wird. Das freut uns, da sind ja über 300 Videos drauf. Jetzt die letzten 10, die drauf gekommen sind, sind die mit dem Nils Fleging. Und überwiegend 80% von den Angeboten sind kostenlos. Und da haben wir jetzt dann gefragt, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und da sage ich immerhin 75%, das wäre sehr gut und gut. Was mich jetzt überrascht, ist, dass 5% sagen, befriedigend und mangelhaft. Naja. So, aber ist so, ne? Was hätte ich noch für Auswertung für euch? Ah ja, ich habe euch dann gefragt, was für Schulnote würdet ihr uns vergeben? Also klassisch von sehr gut, über gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend, also 1 bis 6. Ne? Also für die Schweizer unter uns, da wissen wir, dass die genau umgekehrt, 6 ist bei denen die beste Note. So, ne? Und was soll ich euch sagen? Warte, das muss ich zusammenrechnen. 26% plus 65 sind 80, sind 91%, die ich sage, dass sie mit unserem Angebot sehr gut zufrieden sind oder gut. Leute, das rät uns. Die Umfrage bleibt noch online eine Zeit lang, weil natürlich wir, naja, repräsentativ, also je mehr ihr mitmacht. Da wird jetzt die URL eingeblendet, wo ihr, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, mitmachen könnt. Das freut uns arg, weil, und das meine ich jetzt ziemlich ernst, es da ganz viele Leute gibt, die jeden Tag ganz viel dafür tun. Und ihr wisst ja, mir habe Spaß drauf, mir hoffe, dass ihr auch Spaß drauf habt. Also, je mehr Umfrageteilnehmer man habe, desto besser und ist es. Und je mehr Informationen kriege ich mehr von euch. Also, vielen Dank, dass ihr daran teilgenommen habt. So, Maria, herzlich willkommen in meinem Format Lean Weekly, also dem weltweit bekannten und mit der höchsten Zuschauerquote ever. Dem Format. Ich kann dir gar nicht sagen, in der wievielten Folge du da bist. Auf jeden Fall schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Ralf. Ich habe Maria, mich ich vermisse den tierisch gefreut. Säbel und die Augenklappe. Bitte was? Ach so. Der kommt dann vor Ort vor Einsatz, Ja, Ralf. also ich Und habe wenn wir gelesen. uns in live. Ja. Ja, ich habe gelesen, du bist eine energiegeladene Piratin. Oh! Habe ich mir gedacht, da will man ja nicht unbedingt in deiner Nähe sein. Okay. Tja. Also je nachdem, wie du fragst, Ralf, könnten das einige bestätigen und einige würden drüber lachen. Das schreibe ich tatsächlich rein in solchen Profildingern, wenn man sich dann irgendwo beschreiben muss. Das sind tatsächlich Phrasen, die mir begegnet sind, wie mich andere so sehen. Ja? Und je nachdem, wen du fragst, entstehen ja so Bilder und so ein Ding hat sich wiederholt. Und in vielen Kontexten muss ich sagen, ja, okay, ich kann nachvollziehen, was ihr meint. So ein bisschen. Nur beruflich oder auch privat? Dann würde ich nicht ein Kind von dir sein wollen. Bitte was? Ja, wenn du so eine Piratin, also das bedeutet ja, du animierst mich dann dazu, Raubzüge zu organisieren. Ach, das verbindest du mit Pirat? Ja Okay. klar, Piraten sind ja eher jemand, die was klauen den anderen, oder? Nein, Doch. nein, um Gottes Willen. Ne? Ja, das kommt auch mit dazu. Sind vielleicht auch bereit für Abenteuer und sich in Dinge auf Dinge einzulassen, von denen sie vorher nicht wissen oder am Ende nicht wissen, was am Anfang nicht wissen, was am Ende bei rauskommt. Das verknüpfe ich auch damit, dass sie vielleicht auch improvisieren können, ja, und das Beste aus Gelegenheiten machen. Das kann man auch damit verknüpfen. Also Diese wer dich ganzen. engagiert, muss,
Also wer dich als systemische Agilistin, da müssen wir gleich drauf eingehen, engagiert, der muss mit einer energiegeladenen Person rechnen, oder? Also ich übersetze das als ins Positive. Ja, ja. Ich habe das für mich so ins Positive übersetzt, dass wenn ich jetzt beispielsweise bei dir in einem Workshop bin oder sonst irgendwas, dann wird es mir nie langweilig. Oder? Also weil du da strotzt vor Energie und so. Also ich sehe mich jetzt nicht so als Animationshäschen. Das passt jetzt nicht unbedingt. Da musst du viel ändern. Energiegeladene Piratin, kein Animationshäschen. Kein Animationshäschen. Die Assoziation können wir streichen. Auch den ganzen Raub und Klau und irgendwas wegnehmen. Zeug, das können wir auch streichen. Die Assoziation, die passt jetzt nicht. Tatsächlich nicht. Eher gebe ich was rein und ich sehe es eher so. Möchte es eher so beschreiben, auch von dem Teilnehmerfeedback, auch Feedback von den Leuten, die mit mir zu tun hatten, freiwillig, manchmal nicht freiwillig. Oder also wenn ich in Organisationen reingehe, lernen mich ja nicht alle kennen, irgendwann ist es dann soweit, dass ich diese Portion, wenn sie selber vielleicht sehr problembehaftet sind und hier geht nichts vorwärts und hier geht nichts zurück und alles so, dass ich diese Energie dann eher kurz ausleihe oder sage, irgendwie, ja, geht's. Irgendwas geht immer. Und wenn ihr noch nicht dran glaubt, dann machen wir kurz die Pippi Langstrumpf, die dran glaubt, dass es so geht. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe da auch Pippi Langstrumpf. Und ich habe noch gesehen, also das ist halt auffällig, ne? Ich tue ja alles um meine Gäste und Gästinnen, um genderneutral oder gerecht zu werden, google ich ja. Und da ist mir beispielsweise bei der Karin begegnet, dass die gerne Trotten macht und dass die gerne im Garten werkelt und so, ne? So. Und dann findet man halt eben so diese klassischen Beschreibungen. Ja. Und bei dir ist mir halt aufgefallen, ne? Pippi Langstrumpf, energiegeladene Piratin und nicht lange Fackeln machen. Ne? Also das ist ja eher ungewöhnlich, also so eine Beschreibung von ja, ich finde auch spannend. Das mag sein. Also ich arbeite auch gerne mit Bildern. Jeder hat ja dann sofort Assoziationen im Kopf. Ich fand es jetzt total spannend, dass du mit Pirat was tendenziell Negatives assoziierst. Nee, also spätestens seit dem einen da, wie heißt der? Ach, jetzt fällt mir der Name. Ja, genau. Jack Sparrow? Ja, genau. Ich meine, seit der Zeit, ne, sind ja Piraten was Schönes. Aber so. Für mich also in meiner Kindheit waren Piraten natürlich immer irgendwie, so wie du das beschreibst, Abenteuer und so weiter und so fort. Aber das sind ja immer Leute, Piraten, auch in der Neuzeit, die ja Schiffe entführen. Ja. Ja, so, also, ja, aber ist ja gut. Wahrscheinlich ist es eher positiv. Ich denke nochmal drüber nach. Ich über den Punkt nochmal nach. Ich finde das cool. Ich habe mir dann so überlegt, ne, ja, ne, fällt auf. Ne, also erzeugt etwas, ne, Aufmerksamkeit. Okay. Also das sind, ja, das sind, wie gesagt, das sind Bilder, die wiederkehrend gekommen sind, also die mir zugetragen werden. So wie, was hast du denn auch Assoziationen bekommen? Rückmeldung? Der Ralf Volkmar, der ist. Was bist du denn? Ich krieg die ständig. Also nett formuliert bin ich das Enfant Terrible der Berater, Lean-Berater-Szene. Nett formuliert. Geil. Nett formuliert. Okay. Nett formuliert. Und bei mir ist es so, also bei mir gibt es keine Mitte. Bei mir gibt es nur, also wie mich Menschen wahrnehmen, gibt es nur Schwarz-Weiß. Also die meisten, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit mir, was heißt nicht, längere Zeit zusammen war und am Ende hat er gesagt, du bist ein Arschloch, ja, oder am Ende hat er gesagt, ich bin total begeistert von dir. Also es gibt nur das, ne? Also ich würde sagen zu 90%. Also wenn man sich mit diesem Mensch auseinandersetzt, natürlich.
natürlich logischerweise. Ne? Ja. Und ich weiß auch, warum das so ist, weil ich in dem, was ich tue und in dem Lean-Kontext, geht es ja ganz viel mit Disziplin einher. Ne? Also, so. Und ich bin halt also nicht als Mensch, aber in dem Thema bin ich ein kleinkariertes Arschloch. Ja, ehrlich. Okay. Ehrlich, ich wirklich bin ganz kleinkariert. Ne? Und ich suche die Mücke in der Ecke. Ach du liebe Zeit. Ja, ja, schlimm. Und ich bin halt auch sehr direkt. Das haben wir wieder gemeinsam. Mit dem Kleinkariert, also eine Beschreibung, die fehlt da. Wenn ich eins nicht brauche, dann ist es Perfektion. Also ich kann dir sagen, ne, Perfektion, also in diesem Lean-Kontext, ich sage Perfektion eines der Leitbilder. Ne? Also Prozesse zu kreieren zur Perfektion. Das gibt es ja nicht. Das ist ja genauso wie die Null-Fehler-Theorie. Ne? Also, der perfekte Kreis. Ja, auch nur eine Theorie, aber das Streben danach. Ja, das ist schon cool. Und ich kann dir ein Beispiel machen. Ist jetzt egal, ob du das inhaltlich betrachtest, es ist egal. Also wenn du zum Beispiel Bestände in einem Lager ermitteln willst, ne, und angenommen, du hast ein Produkt, das saisonellen, also Schwankungen unterliegt, ne, saisonalen Schwankungen unterliegt, ne, also wie zum Beispiel Badekleidung. Ne, dann wirst du wahrscheinlich als Hersteller die Badekleidung im Winter produzieren, aber du verkaufst sie an den Großhandel irgendwie im Frühjahr und der Einzelhandel kauft dann vom Großhändler und so weiter und so fort. Und dann geht es jetzt darum, ja, wie viel lege ich mir denn von was auf Lager, in welchen Varianten und so weiter und so fort. Und dann musst du bestimmte statistische Verfahren anwenden, um zu sagen, wie viel Zeugs lege ich mir denn von welcher Variante hin? Da gibt es so Begriffe wie Mindestbestand, Meldebestand, Höchstbestand und so weiter und so fort. So. Und die allermeisten Organisationen, das ist ja Kapitalbindung am Ende. Ne? Also wenn du dir viel Zeugs hinlegst, hast du das ja schon gekauft, hast du bezahlt, kostet Lager, Strom, Gas, Wasser und allem drum und da. Und die allermeisten sind da ja, nicht gut drin. Ne? Die haben von dem Zeugs, was sie brauchen, zu wenig und von dem Zeug, was nicht gebraucht wird, zu viel auf Lager, was dann beim Kunden zu Lieferverzug führt oder nicht liefern können und in der Inventur zu einer hohen Kapitalbindung führt. Und wenn du das aber alles wissen willst, wenn du das gut machen willst, musst du dir, ich sage immer, diesen Artikel, den musst du dir nackt machen. Also du musst verstehen, was die periodischen Schwankungen sind und so weiter und so fort und allem drum und dran. Das ist halt viel, viel, viel Mathe. Also, ja, also so ein Kleinkariert heißt halt eben, ne, du kennst ja die karierten Blätter, ne, dann musst du ganz viel da hineinschreiben. Oder Excel. Ja, und da bin ich, da habe ich auch Lust drauf. Und wie schaffst du es dann, aus dem Einzelkaro in das größere Karo zu kommen? Oder ja, auch ins Unternehmen? Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding, ja. Aber weißt du, ich sage immer, wenn du den Ist-Zustand nicht kennst, kannst du niemals einen Soll-Zustand realisieren. Und, ja. Und je weniger du den Ist-Zustand kennst und darauf aufbauend einen Soll-Zustand kreierst, wird der Soll-Zustand scheiße. Also es ist halt so. Deswegen musst du den Ist-Zustand gerne. Und das, du machst natürlich bei so einer Arbeit auch viel für die Tonne, ne? Also viel für den Müll. Ne? Also, weil, so. Hör mal, du bist Agilistin, aber nicht nur Agilistin, sondern auch systemische Agilistin. Was ist denn das? Was stelle ich mir unter einer systemischen Agilistin vor? Was zur Hölle soll das sein? Ja. Mit Agilistin hadere ich inzwischen. Ich glaube, das wird sich auch in den Jahren weiterentwickeln und auch verändern. Jetzt im Moment, vor einem Jahr war ich noch davon überzeugt, den Namen da drauf zu schreiben. Sind da irgendwie Zuschreibungen oder alles?
Ich glaube, das hängt mit dieser Beschreibung mit der Historie zusammen. Ich habe vor, ich glaube, könnten jetzt 8 Jahre sein. Die letzten 5 Jahre kommen mir vor wie 20. Aber es ist so viel passiert. Bin ich auf das agile Arbeiten gekommen. In einem Kontext, in dem zu der Zeit habe ich, war ich mit der, bin ich rein, wie piratenmäßig in eine Situation rein, in der ich auf einmal Projektleitung war und hatte davon bis auf die theoretischen Grundlagen im betriebswirtschaftlichen Studium keine Ahnung. Null. Ja? Ich hatte mich vorher darauf vorbereitet und dann war ich Projektleitung und Konsortial, hatte die Konsortialführerschaft für Forschung und Entwicklungsprojekte. 2 zu der Zeit gleichzeitig. Und ich hatte davon keine Ahnung. Null. Wie das alles geht. Also die Konsortialpartner zu koordinieren, das war ein Verbundprojekt, wie Projektleitung geht, wie Softwareentwicklung geht, ich hatte null Ahnung. Ja? Und ich kam selber gerade aus der Elternzeit zurück, also all diese Herausforderungen, die links und rechts dann auch noch so auf einen warten. Und ich kam auf das agile Arbeiten, wurde ich aufmerksam und habe dann mich da reingefressen, habe den Scrum-Training gemacht, wie man halt so einen Einstieg macht. Ne? Und so, Scrum-Training gemacht, mich dann zum Product Owner zertifizieren lassen, aber Zertifikate sind was Schönes für die Wand, wenn man viel Platz hat. Ja, ich habe auch ganz viele Zertifikate hier. Ja, der Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Und da habe ich mich weiter reingefressen und irgendwie war diese Grundwerte, die sie da vertreten haben und dieses Beteiligungsorientierte hat mir sehr entsprochen. Also hat meinen persönlichen Grundwerten. Du fragtest vorhin, bist du denn privat auch so? Ja, da gibt es keinen großen Unterschied. Und immer weniger. Ja? Gott sei Dank. Das ist so die Freude am Älterwerden irgendwie auch für mich. Ja. Zu sagen, ich mach hier keinen Ruß. Ich ist, wie es ist. Ja, auch eine direkte Art und Weise. Ein bisschen kommt damit zurecht oder nicht. Also verbiegen. Und das ist mir auch wichtig bei den Teilnehmern oder bei den Menschen, auf die ich treffe, die mit mir arbeiten. Manchmal freiwillig, manchmal nicht so freiwillig, dass ich sage, kommt einfach, wie ihr seid. Wir brauchen hier nichts. Keiner braucht sich hier verstellen oder sonst irgendwas. Lasst uns hier auf Augenhöhe. Ich gebe so viel rein, wie ich kann. Und das mit ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft. Und wir versuchen hier einfach das Beste draus zu machen. Habe ich jetzt einen Faden verloren? Nee. Auf agile Arbeiten gekommen, habe mich weiter reingefressen, auch in die verschiedenen Methoden und Vorgehensweisen und Design Thinking und also so alles mal abgegrast und immer viel, viel Bulimie lernen und viel, viel ausprobieren und viel, viel Scheitern mit dabei. Und es war eben auch als Pilotprojekt in dem Unternehmen zu der Zeit gedacht. Und wir haben hier viel, viel miteinander gelernt. Auch, dass diese Rollentrennung durchaus Sinn macht, weil ich damit eine Zeit lang auch beide Rollen, Scrum Master und Product Owner, besetzt habe. Also ich habe gelernt, ausprobiert, gescheitert. So. Also mit allen Schmerzen und kleinen Erfolgen haben wir das durchgezogen. Das war total schön. Und da habe ich eben auch eher meine Leidenschaft dafür entdeckt, dass Teams zu befähigen, gut miteinander zu arbeiten und auch es ist überall von Empowerment die Rede, aber diese manchmal auch verdeckten Talente, auch gerade die Leisen, ja, die sich im Meeting eher zurückhalten und ganz, ganz viel zu sagen haben, weil sie einfach eine Menge drauf haben und gute Ideen haben und ihr Handwerk wirklich verstehen, aber im Meeting einfach nicht so laut sind wie andere, mhm, auch die zu Wort kommen zu lassen und dazu zu ermutigen, da sind wir bei der Piratin, da ein bisschen den Mut, ein bisschen was abzugeben, dass wir mit der Zeit immer lauter werden. Und da hatte ich so einprägsame Situationen, von denen ich immer noch zehre und die ich sehr, sehr gern zurückdenke. Also ich habe das eher so, ohne dass ich das jetzt geringschätzend meine, so in die psychologische Ecke gesteckt. Also, ne? Also ich komme deshalb, weil ich ja der Meinung bin, also dass jede Organisation ist ja sowieso per se ein soziotechnisches System. Mhm. Und wir tun ja immer so, als ob man soziotechnisches System vorhersehen könnte. Das ist Quatsch. Was ja völlig Gogolores ist. Aber es ist halt immer noch ein politisches System, ne? Also soziotechnisch-politisches System.
Ich lege da auch jetzt was großen Wert drauf, weil da geht es ja um Machtstrukturen, da geht es ja um das, genau, was du zum Beispiel sagst. Die Lauten werden ständig gehört und die Leisen, die sieht man nicht und so. Ne? Und wie geht es denn dir damit, wenn du in eine Organisation kommst und dann merkst, dass es da ja eher toxisch ist? Also ist dir das schon mal begegnet, dass das noch? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Woran spürst du, dass da was toxisch ist? Also, ich habe so ein Beispiel, kann ich gleich was dazu sagen. Viele Beispiele. Ich habe auch viele Beispiele. Woran merke ich das, dass es toxisch ist? Ist ja auch, ich gucke ja dann durch meine Brille drauf, wenn alle damit zufrieden sind, was auf mich toxisch wirkt, gibt es kein Problem. Also, so, also manches auf eine Art, ja. Also das, was ich zum Problem sehe, und das war für mich auch ein harter Lernweg mitunter, das, was ich als Problem gesehen habe, muss für andere kein Problem sein. Und schon gar nicht müssen meine Lösungen da angebracht sein. Und das war auch der Pfad dann der Umschwung zum systemischen Arbeiten, wo ich gesagt habe, da muss es eben auch noch was anderes geben, weil ich an Grenzen gestoßen bin und habe gedacht, okay, dann könnte das Lücken schließen. Ich kannte das aus der systemischen Familienarbeit. Habe gedacht, habe ich mich auf den Weg gemacht, da gibt sowas auch für Organisationen, macht irgendwie Sinn, und dann habe ich mich da reingefräst. Aber ja, ich kenne Organisation. Aufstellung. Ist noch ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Nein, es gibt ja Familienaufstellungen, oder es gibt Aufstellungen per se, ne? Also so im, ja. Und es war mal eine Zeit lang ein Hype, also dieses Ding dann halt eben auch auf Unternehmen zu übertragen. Das weiß ich noch, das ist schon lange her. Ja, der Peter Kruse hat ein bisschen Zeug gemacht. Ja, genau. Die 8 Regeln des totalen Stillstands ziehe ich mir immer mal wieder rein auf YouTube, sehr witzig. Ja. Ich mag den Krabbenkorb auch sehr gern. Ja. Eigentlich also, alles. Also was ich mit toxischen Führungskräften, also mit toxischen, ja, toxischen Umgebungen meine, und ich finde deine Aussage interessant, weil da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also du hast, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wortgetreu zitiere, du hast gesagt, das, was ich wahrnehme, muss ja für die Leute gar kein Problem sein. Ne? Also so oder so. Ne? Ja, die Frage ist ja, ob man das dann sofort entdeckt, ob das für die Leute ein Problem ist. Genau. Ne? Das spielt dann die systemische Haltung ein bisschen mit rein. Man sagt, das sind dann eher Symptome und interessant. Ja? Also mit einer Allparteilichkeit, das weniger zu bewerten, und das ist echt eine harte Nummer, Ralf. Ja, man ist da so schnell drin und hat da sein eigenes und seine eigenen Erfahrungen und so weiter. Das ist echt schwer, das rauszunehmen. Es hat lange, lange Zeit gebraucht, und ich bin immer noch in diesem Entwicklungsprozess, Dinge nicht zu bewerten. Ja? Zu sagen, ach, ist doch scheiße hier, da muss doch was gemacht werden. Oder ist doch klar, dass es hier nicht läuft. Oder hier geht es ja toxisch zu, ist ja klar, wer hier der Schuldige ist und all solche Dinge. Und ich habe jetzt auch die Lösung dafür. Ja, letzteres ist sowieso irgendwie da. Also das ist schwierig. Und kenne ich, um zu der Ursprungsfrage, habe ich das erlebt? Ja, also woran erkenne ich das? Und da ist wieder eigenes Zeug dabei. Vor allen Dingen, wenn die Menschen in den Unternehmen leiden, wenn die wirklich leiden. Das bedeutet ja, dass die Leute, also dass du das ja nicht nur wahrnimmst, sondern dass du ja mit den Leuten dann auch im Gespräch bist. Und ich meine, ich denke, du bist Profi genug, um dann auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Ne? Und dann fließt natürlich immer, das finde ich auch spannend, weil darüber müsste man sich ja in Wirklichkeit auch mal unterhalten. Wie viel von der Bewertung fließt denn da so aus dem eigenen Ich da mit hinein? Ne? Ja, klar. So, ne? Und dann wird es aber, glaube ich, sehr psychologisch. Ne? Das ist eben, ja, Menschen sind am Menschheitsheil, und das hat unglaublich viel mit Psychologie zu tun. Und damit möchte ich auch sehr verantwortungsvoll umgehen. Also egal, in welchen Kontexten ich reingekommen bin, das war immer ziemlich, hat sich schnell rauskristallisiert. Ich habe mich selber nie als Führungskraft gesehen, in einer Führungsrolle. Es hat mich nie angespornt, irgendwo zu sagen, ich bin jetzt wichtig, weil ich bin jetzt Projektleiter oder ich bin jetzt irgendwas, ja, oder Teamleiter oder irgendwas.
Irgendwie hat es die Situation immer hergegeben, dass sich die Menschen freiwillig gefragt, also eher gesagt haben, kannst du diese Rolle übernehmen? Also auch die sich haben sozusagen führen lassen. Und wie war das bei Spider-Man? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ja. Als Pirat auch. Dann bist du Captain von Schiff. Na, ja. Aber jetzt, wo wir darüber plaudern, finde ich das ja schon. Finde ich das ja schon. Da denkt man so nicht wirklich drüber nach. Was mir eben durch den Kopf geschossen ist, du warst Führungskraft, hast dich aber selbst nicht als Führungskraft gesehen. Ja, doch, anders. Nicht als Führungskraft, doch schon. Mich hat es nie danach getrieben, also Aufmerksamkeit folgt Fokus, irgendwann zu sagen, ich habe Macht, ich habe Führung, ich habe einen gewissen Status. Das hat mich nie interessiert. Interessiert mich auch heute noch nicht. Ja? Ja. Und diese Dinge und diese Aufgaben aus verschiedenen Gründen, ist es dazu gekommen, und ich scheue auch nicht vor neuen Herausforderungen und stand öfter davor zu sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung, wie es wird, aber irgendwie wird es. Ja, irgendwie wird es, ich bin zuversichtlich, das, was ich nicht weiß, das lerne ich halt. Und wir tasten uns ran. Und da gehört auch eine gewisse Bereitschaft, Fehler zu machen und auch Gesichtsverlust, ja, ach du Scheiße, ja, wenn ich das jetzt sage oder wenn ich das jetzt frage, hält mich jetzt einer für blöd oder sowas? Ja, das, so ein Zeug habe ich alles abgelegt, das ist Quatsch, weil ich gemerkt habe, die kochen, egal, bin ich ja dann auch in anderen Runden, anderen Hierarchierunden mit reingekommen, wo ich gemerkt habe, Freunde, ihr kocht alle nur mit Wasser. Das ist ja interessant, auf welcher Basis hier mitunter Entscheidungen getroffen werden, ja. Und ich so, okay. Meistens habe ich gesagt, kriege ich mal hin. Und die Beweggründe der Menschen zu verstehen, also die Motive und die Logiken, die zu ihren Handlungen, zu ihren Entscheidungen, egal in welchem Kontext, also egal ob im hierarchischen Kontext, also in Geschäftsführerebenen, auf Leitungsebene oder auch auf Teamebene, wie da Entscheidungen oder ein Verhalten, welche Gründe zu Verhalten führen, das hat ja eine innere Logik irgendwie. Ob ich jetzt hier einen Max rauslasse, ja, und laut werde im Meeting oder hier Entscheidungen durchboxe und richtig einen auf Krawall mache oder ob einer im Termin sitzt, egal ob in Führungsetagen, die Muster sind häufig sehr ähnlich. Und was mich leitet, so ein bisschen als Orientierung, und du sagst toxische Umgebung, habe ich das erlebt, ja, auf jeden Fall. Ich versuche immer Dinge abzupellen, ja, so Grundmuster rauszukriegen. Und das immer weiter ähnlicher, was beobachte ich da? Und ich habe es mal runter reduziert. Ich will nicht behaupten, dass ich mir das ausgedacht habe. Das gibt es in ganz vielen Dingen, Kontexten gibt es das. Werde ich gesehen? Ja, also ich möchte gesehen werden irgendwie. Mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich bin. Ja, das, was mich ausmacht, so im Kern. Ich möchte Teil von etwas sein. Also selbst der sich bewusst als Außenseiter positioniert. Ich glaube, das ist tief in menschlichen Wesen verwurzelt, Teil von etwas sein zu wollen. Ja? Ja. Und ich möchte in irgendeiner Form. Und ich möchte meinen Beitrag leisten. Ja. Also ein Mensch ist ja nicht im Unternehmen introvertiert und im Privatleben extrovertiert oder umgekehrt. Ein Mensch ist so, wie er ist. So wie er ist. Ich denke schon, von Kontext zu Kontext kann das unterschiedlich sein. Genau, hat's vorhin gesagt. Ich denke schon, dass meine Kinder mich anders einschätzen als meine Kollegen mitunter. Nee. So. Und dann werden sie trotzdem... Ich habe ja gehört, dass du ganz viel Hausarrest und so vertreibst. Ach, du liebe Zeit. Genau. So, und wenn du nach toxisch fragst, gucke ich da drauf, ist eins von diesen, ist das im Gleichgewicht irgendwie? Also was ich mit toxisch meine, Maria, ist, also natürlich kenne ich den Begriff toxische Umgebung, toxische Führungskraft, aber er ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Ne? Und ich habe mich neulich mit einem Kollegen unterhalten über
über eine Erfahrung, die ich in einer Organisation vor einiger Zeit gemacht habe. Und dann hat derjenige gesagt, wow, das ist ja eine toxische Führungskraft. Und dann fiel mir das wieder ein, dass ich den Begriff schon lange nicht mehr gehört habe. Na, echt? Ja, okay. Also, ja, okay. So, also ich spüre ja, also auch wenn ich sozusagen meine Aufgabe ist es, Prozesse irgendwie auf die Reihe zu kriegen, die besser zu machen oder überhaupt zu kreieren, dann spielt das ja immer in diesem sozialen Umfeld auch statt. Und ist eben auch in diesen politischen Strukturen der Organisation statt und so weiter und so fort. Immer Wechselwirkung. Das ist das. Genau. Und da fiel mir auf, da gibt es jemanden, der relativ weit oben angesiedelt ist. Der ist auch die Menschen, also auch körperlich zugegangen. Ne? Also, dann fiel mir ein, dann hatten wir uns unterhalten, dann haben wir von gewaltfreier Kommunikation gesprochen. Das ist eh ein schwieriges Ding. Ne? Also das ist auch wieder in Branche zu Branche Unterschied, ne? Und so weiter. Und dann fiel mir ein, oh ja, so bestimmte Muster wie Micromanagement, Leute um den Finger wickeln, Abhängigkeiten schaffen, einladen zum Pizza, und aber dann wieder draufschlagen und so weiter und so fort. Und alles. Ja, genau. Und ich weiß es gar nicht, ob der Begriff dann toxisch passt, aber das sind dann Führungskräfte. Ja, das sind halt Menschen in der Hierarchie, die über anderen stehen. Und die sorgen halt dafür, dass sowas entsteht wie Angst. Ne? Und da getraut sich dann auch niemand mehr, was zu sagen. Ne? Ja, genau. Also und psychologische Sicherheit ist da ja ein gutes Stichwort. Und oft sind sich diese Führungskräfte im Einzelgespräch gar nicht bewusst, was sie für eine Wirkung haben. Da, also was ich dann, da fiel dann auch der Begriff Narzisst. Ne? Also, ja, es so. Ist irgendwie ein inflationärer Begriff geworden auch, ja. Narzisst. Also ein kleiner Narzisst wird in jedem von uns stecken. Ja. Ja. Und hinter dem Narzissten. Sehe ich, oder nochmal anders, ich denke, wir haben diese, deswegen mag ich diese einzelnen Zuschreibungen auch nicht, wir haben ja ganz viele Facetten in uns. Ja? Also Ralf kann bestimmt auch mal traurig sein und mal... Ja, ja. Ne? Kannst auch mal traurig sein und auch mal... Auch weinen und kann auch mal froh sein, wenn er jetzt auch mal in den Arm genommen wird. Und dann gibt es auch, wo du vielleicht wie ein Sechsjähriger spielst auf der Wiese, ja, auch daran Freude hast oder irgendeinen Quatsch machst, ne? Auch diese Facette ist möglich, also alle Facetten, die das Leben so bereithält, und das wird in Organisationen werden diese Facetten oft übersehen, weil wir gewohnt sind, auch in eine Rolle reinzuschlüpfen und Erwartungen zu erfüllen, die wir vielleicht irgendwie mal hatten, ja, und dann merken wir vielleicht irgendwie, es passt nicht mehr so richtig. Also so eine toxische Führungskraft, so im Einzelgespräch könnte sich herausstellen, eigentlich wollte ich die Nummer hier gar nicht. Ja? Könnte sich herausstellen. Ja. Oder ich mache das, um Papa oder Mama stolz zu machen. Ja? Oder irgendwie, also auch das hat eine innere Logik, die es irgendwie zu verstehen gilt, dass auch Widerstände aufkommen. Und häufig, wenn da so ein Kerl, es gibt natürlich, die ich aber höchst selten erlebt habe, denen das völlig abgeht, wie das den Menschen im Umfeld geht. Mitgefühl. Mitgefühl, ja. Aber wenn man anfängt, auch die Perspektive mal zu wechseln und auch mal aufzuzeigen oder das zu reflektieren, wie wirke ich denn auf andere? Das aus anderen Brillen zu betrachten und dann sagen, ach du liebe Zeit, so habe ich das noch nie gesehen. Das will ich nicht. So will ich das Gefühl, dass jetzt bin ich ja ein alter weißer, grauer mit Bart Mann und so. Ne? Hast du das Gefühl, und du bist auch keine, das so viel darf man glaube ich verraten, du bist keine 21 mehr. Ne? Nö. Hast du das Gefühl,
dass unsere Gesellschaft oberflächlicher wird? Kann, also ich versuche gerade zu überlegen, wenn das so ist, wie wir da jetzt blubbern, dann ist es ja nicht an eine an ein Jahrzehnt oder so. Irgendwie hängt es ja dran oder so. Ich habe aber immer so den Eindruck, dass es früher natürlich viele mehr Machtstrukturen gegeben hat, weil man viele neue Erkenntnisse der Unternehmensorganisation oder der Organisationsentwicklung gar nicht kannte. Also früher war es halt streng hierarchisch, klar von oben nach unten, also tendenziell autokratisch. Und heute gibt es ja diese, ich mag nicht Generation Z und so, das mag ich alles nicht. Also es gibt halt eben eine Generation, die halt andere Schwerpunkte hat, im Übrigen. Also wir waren auch Rebellen, ne? Also wir haben auch rebelliert. Also ich als, weiß nicht, 20, 25-Jähriger. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob der Begriff Oberflächlichkeit irgendwie richtig ist. Also, was ich damit sagen will, ist, dass wir uns nicht mehr in der Tiefe mit Menschen auseinandersetzen, was deren Beweggründe sind für das, warum sie sich so verhalten, ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist so. Wenn es das überhaupt noch nie gegeben hat, dann ist es auch okay. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass alles irgendwie so, es gibt keine Tiefe mehr oder weniger die Tiefe haben. Schwieriges Thema, gell? Also Gedanken, die ich dazu hatte, als du das gefragt hast oder deine Frage formuliert hast, ist es oberflächlicher geworden? Ich glaube, es ist, du hast davon gesprochen, war es stark hierarchisch geprägt. Da gab's, es gab mehr Struktur und mehr, vielleicht mehr Rahmen. Egal, ob der nur gut war oder nicht, das würde ich überhaupt nicht bewerten. Es gab eine klarere Struktur. Die mögen blöd gewesen sein und hart und fest, aber es hat, gab weniger. Also die waren einfach, die Grenzen und die Strukturen waren klarer, ob man die gut findet oder nicht. Also da gab es auch klarere Dinge, an die man sich auch abreiben konnte als junger Mensch. Und jetzt ist es vielleicht auch ein Ding, wir wissen nicht, wie die Welt in 20 Jahren aussieht, vor 100 Jahren. Na gut, 100 Jahre ist auch ein schlechtes Beispiel, aber die Entwicklung und die Vielfältigkeit der Entwicklungsmöglichkeiten plus all den Einflussfaktoren, was mit Klimakrise ist und was wir in Corona erleben und all den ganzen Quatsch, da ist so viel Unsicherheit dazugekommen, noch dazu. Und diese Unsicherheiten, dieses Gefühl davon, die Sorgen, die sich meine, zum Beispiel meine Nichte macht mit ihren 19 Jahren und diese Reife, diese an den Tag, wo ich sage, also diese Gedanken, die sie sich macht, wo du sagst, oberflächlich und Generationen, wo ich sage, alter Falter, also ich war im Leben mit 19 nicht so weit. Da habe ich mich viel mit Philosophie und all solchen Dingen beschäftigt. Ja, habe viel gelesen, habe so vielfältig interessiert, aber um solche Dinge in dieser Tiefe auch zu betrachten, das mit 19 Jahren, um Gottes Willen, ja, auch den Wert von Freundschaft und von wie stelle ich mir die Arbeit vor und so weiter und wie gehe ich daran und so, habe ich so nicht gemacht. Und was mich eher Sorgen macht im gesellschaftlichen Kontext, ist dieser, ich höre öfter den Wunsch nach wieder festen Strukturen und das ängstigt mich sehr. Deswegen ist es für mich auch ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, so fühlt sich das für mich an. Wir also wollen das ist ja das Verrückte. Ne? Also, ja. Ja, das ist total verrückt, Ralf. Bevor ich den Faden verliere, rette ich jetzt noch rein, das passiert mir so schnell. Der Ruf nach wieder klareren Strukturen und früher war ja alles besser, hat sich egal wie klarer strukturiert angefühlt irgendwie. Also manche Bewegungen, es ist ja auf der einen Seite schön, dass sich jetzt Fragen möglich sind, für die du vor 20, 30 Jahren verdroschen worden wärst. Ne? Auf der anderen Seite haben wir Entwicklungen, wo jeder jede Meinung haben kann. Und jeder alles kritisiert, ja.
und auch sofort eine Bewertung dazu hat und wo du eher in eine Rolle reinkommst oder eher reinstupst, wo du sagst, darf ich das? Ja, darf ich das sagen? Gottes Willen. Und dieser Ruf nach Klarheit, also ganz im Extrem hatte ich in einer Verwandtschaft, in einer Bekanntschaft öfter Ausdrücke wie, da muss doch jetzt endlich einer was machen. Da muss doch jetzt endlich einer mal wieder das Zepter in die Hand nehmen. Und da gruselt es mir ganz doll davor. Und da sind wir auch bei Ziel. Ich verstehe den Wunsch nach mehr Ordnung. Ich verstehe den Wunsch nach wieder mehr Stabilität, nach wieder mehr Sicherheit. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja? Und ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, ich möchte das so nicht haben, möchte dies nicht haben und das nicht haben. Aber das Ziel, also wir werden nie wieder diesen Zustand, der eh in der Erinnerung völlig verklärt ist. Wenn du jetzt an deine Jugendzeit denkst, ja, wenn wir sagen, dann haben wir dann irgendwie so, haben wir ja ganz viel weggeschmissen, womit wir uns beschäftigt haben, ja, was für Sorgen wir hatten und womit diesen Druck, sondern wir erinnern uns an die Spitzenzeiten, ja. Wie schön war das, dieses Freiheitsgefühl und was war nicht alles möglich und da war noch Gemeinschaft und all so ein Zeug. Aber wenn wir darauf hinarbeiten, dass dieses Ziel wieder erreicht wird, dass das wieder genau so ist wie zu diesem Zustand, den wird es nie wieder geben. Also, das ist der Kontext. Ja. Selbst wenn wir das hinbekommen, dass es in unserem, sei es in unserer Organisation, wieder genauso läuft wie vorher, hat sich ja drumherum alles verändert. Also die Enttäuschung auf dieses selbe Zielbild, ob in Organisationen oder in der Gesellschaft wieder darauf hinzuarbeiten, der wird nie, also Enttäuschung ist vorprogrammiert in beiden Fällen. Und das finde ich hochgefährlich, diese Entwicklung in der Gesellschaft. Also für mich ein bisschen wetter. Das ist total spannend, dass du das sagst, weil mir sofort eingefallen ist Selbstverantwortung. Ja. Und es ist ja so, ne, dass man ja im Moment, also eine große, große Anzahl von Menschen irgendwie eine völlig bescheuerte, abgefahrene, durchgeknallte Tendenz zu diesen braunen Gesocks haben. Und ich das immer versuche irgendwie so einzuordnen, und von denen hört man ja auch, es muss jetzt wieder einen geben, wie du es formuliert hast, der das Zepter in die Hand nimmt, ne, der die Richtung vorgibt und so. Und ich erinnere mich an die Anfangsphase von Corona, da ist ja der Söder, ne, der ist ja durch die Decke gegangen, ne, weil er laut war, weil er vermeintlich Richtung vorgegeben hat, einen Ordnungsrahmen gesetzt hat, und die Merkel zu der Zeit halt eben das nicht gemacht hat, weil sie halt als Wissenschaftlerin vielleicht irgendwie auch anders strukturiert ist. Und ich glaube auch, dass ein Großteil unserer Generationen so derart, ich will mal sagen, verwöhnt sind, dass sie überhaupt nicht mehr selbstverantwortlich sich fühlen für bestimmte Dinge. Und das immer abdrücken auf Staat und Gesellschaft und Schule und was weiß der Teufel nicht noch alles. Ne? So. Mhm. Und ich meine nicht damit, ich meine nicht die Ängstlichen damit, ne, die dann einfach sagen, ich habe jetzt Angst, ich komme mit der Situation nicht klar, ich bin der Situation nicht gewachsen oder so. Sondern die dann sagen, so, aber der Staat muss mir doch helfen, ja, und, ja, und so weiter und so fort, allem drum und dran. Und ich glaube, dass das halt eben im Kontrast zu diesem, ich will es mal nennen, Freiheitsgedanken, weil wenn der Staat oder wer auch immer das dann tun würde, ja, ich glaube, Schule ist da ein schönes Beispiel, dann reglementiert der natürlich auch, und das will man aber auch nicht. Ne? Also ich will, dass mein Kind in der Schule
frei ist, ja, aber ich möchte auch eben auch, dass die ihren Erziehungsauftrag und einen Teil von meinem Erziehungsauftrag wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein großes Dilemma, in der wir da gerade stecken. Ne? Ja. Eigenverantwortung, ja, Eigenverantwortung ist ein großes Thema. Auch eigentlich die Verantwortung für seine eigenen. Das ist ein Ding, was mich die letzten, also eine Erkenntnis letztes Jahr, deine Emotionen gehören zu dir. Also keiner ist dafür verantwortlich. Also natürlich kann man das auffangen. Wenn der Ralf traurig ist und weint, dann werde ich auch Mitgefühl haben und sowas. Ja? Aber wie du dir Hilfe anbieten, ist überhaupt keine Frage. Aber wie du zum Schluss damit umgehst, was du damit machst, das ist auch deine Entscheidung. Ich spreche nicht von Extremfällen, ja, die von, was weiß ich, wo es wirklich hart auf hart kommt oder die von so, also das, davon spreche ich nicht, die in Extremsituationen stecken. Aber das ist schon eine harte Erkenntnis mit Konsequenz, wenn man dann sagt, du bist da, du übernimmst die Verantwortung dafür. Das ist deine Entscheidung, wie du, welche Haltung du dazu einnimmst. Ob du eine defensive Haltung einnimmst und sagst, ich warte jetzt hier, die Opferposition, ich sage, es geht mir, mir geht's schlecht, sorgt ihr mal dafür, dass es mir besser geht. Ja. Unser Sohn hat von uns erwartet, dass wir für ihn die Entscheidung treffen, ob er Abitur macht oder nicht. Ja. Dann haben wir gesagt, wir haben dazu eine Meinung, was du am Ende machst, ist deine Sache. Ja, aber du hast vorhin, ja, das ist auch diese, diese Ordnung und Struktur. Ich kann diesen Wunsch, auch wenn ich glaube ich, selber von innen raus eine andere, auch andere Erfahrung gemacht habe. Also eher, ich kämpfe ist auch nicht mehr. Aber gegen diese Strukturen, ich stelle die grundsätzlich in Frage. Ja. Manche davon sind echt hilfreich, aber es ist auch Teil meines Jobs und Teil meiner Persönlichkeit geworden, auch Dinge in Frage zu stellen, Autoritäten grundsätzlich in Frage zu stellen, auch um ihn auf